Es ist tatsächlich vollbracht. Der FC Eder-Bergland hat den lang ersehnten Aufstieg in die Fußball-Hessenliga geschafft. In einem an Dramatik kaum zu überbietenden entscheidenden Spiel in der Relegationsrunde reichte der Wertelf ein 2:2 gegen den ersten FC Schweinstadt. Ein überragendes Comeback und der unbedingte Glaube an die eigenen Stärken in der zweiten Hälfte waren dafür aber nötig. Am dritten Relegationsspieltag hatten beide Teams nach Siegen gegen Usingen und Waldgirmes 6 Punkte auf dem Konto. Der FCE hatte aber aufgrund des besseren Torverhältnisses die komfortablere Ausgangssituation. Es war klar, ein Remis würde reichen. Über 1500 Fußballfans wollten dieses Duell in Ziegenhain sehen. In Hälfte 1 merkte man beiden Teams an, dass sie sich über die Wichtigkeit der Partie bewusst waren. Leichte Unsicherheiten in der Abwehr und Probleme im Passspiel waren die Folge. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Ingo Miss nach einer guten halben Stunde noch die besten Chancen für den FCE hatte. So ging es torlos in die Kabinen. Kurz nach Wiederbeginn dann aber der Schock. Ein Abstimmungsfehler in der FCE-Hintermannschaft brachte Schwalmstadt in Führung. André Meyer brachte den Ball nach 48 Minuten zum 1:0 ins Tor. Noch bevor sich die Vereinigten schütteln konnten, wurde Ricardo Seck auf die Reise geschickt und machte nur eine Minute später das 2:0. Unfassbar, Eder-Bergland am Boden. Alle Aufstiegsträume konnten nun begraben werden. Doch der FCE faltete sich zurück. In der 57. Minute faulte Bräutigam Felix Nolte im 16er. Schiri Vodacek zeigt auf den Punkt und Dominik Kagel verwandelt sicher zum 1:2. Es war nun wieder alles drin. Nur eine Minute später nimmt Oleg Schneider eine Missflanke grandios mit dem Vollspann und hämmert zum 2:2 ein. Es war noch eine halbe Stunde zu spielen. Also es ist klar, wenn du dann ein Tor schießt, dann kommst du wieder. Dann bist du im Spiel wieder zurück. Dass es so schnell ging, hätte ich nicht erwartet. Aber natürlich musst du dann auch rechnen, dass du noch einen weiteren Konter fängst und dann ist der Käse gelutscht. Also ich bin einfach total happy, dass wir nach dem 0-2, wo wirklich keiner mehr mitgerechnet hatte, wo die meisten gedacht haben, das war's ja jetzt wohl, dass wir nach dem 0-2 dann so wiedergekommen sind. Das zeichnet uns eigentlich die ganze Runde schon aus. Das ist auch der große Unterschied zur letzten Runde, dass wir uns durch einen Rückstand, in der Regel waren es alle nur nicht nur ein Treffer, nicht beunruhigen lassen. Und heute, dass wir uns in diesem wichtigen Spiel nach dem 0-2 nochmal zurückfighten, das fand ich absolut klasse. Und ich bin so schweinestolz auf diese Mannschaft. Das kann sich gar keiner vorstellen. Fix und fertig. Nun musste die Keimelf kommen. Werts Team lauerte auf Konter. Nolte hatte in der 64. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuß. Und auch Eickhoffs Kopfball in der 87. Minute hätte dem ein oder anderen Anhänger aus dem oberen Eder-Bergland sicher gut getan. Die Schwalmstädter Brechstange der Schlussphase brachte noch eine Chance. In der 90. Minute kam der eingewechselte Spielertrainer Keim nur einen Schritt zu spät zum Glück. Bereits in der Nachspielzeit mussten Keeper Nikocevic und Herpe mit Rot vom Feld. Aber das soll nur eine Randbemerkung sein. Denn nach 96 Minuten war endlich Schluss und die orange-rote Party konnte beginnen. Dank des besseren Torverhältnisses steigt der FC Eder-Bergland nach 12 Jahren wieder in die Hessenliga auf. Das letzte Spiel für Wert, der nun bereits dreimal als Trainer und zweimal als Spieler in Hessens höchste Liga aufgestiegen ist. Aber ich bin jetzt wirklich auch ganz, ganz froh, dass ich mich nächstes Jahr mit dem Glas Bier in der Hand und mit dem Bratwürstchen an den Rand stelle und mir schönen gepflegten Oberliga-Fußball angucken kann. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe.